Weiter geht's mit Klammeraffenfahrt. Das sind jetzt aber nicht alles Loren-Level hier in der Welt, oder? Falls doch, dann Prost Mahlzeit. Es muss auf jeden Fall noch ein Fass-Level in der Welt hier kommen. Das macht mir auch Sorgen. Also ich gehe mal davon aus, dass hier auch ein Fass-Level kommt. Oder ist das jetzt mal wieder ein Level zum Entspannen, zur Abwechslung? Die wollen mich doch jetzt verarschen, oder? Wir können doch hier nicht zwei Loren-Level hintereinander machen. Es tut mir leid, Doc, dass ich dir im Moment nicht immer direkt antworten kann, aber ich muss mich hier gerade echt konzentrieren. Aber gleich, wenn ich mal wieder tot bin. Das kann nicht mehr so lange dauern. Spoiler. Lore. Ah, fuck. Ah, ich hab das. Ah, nein! Oh Gott, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich weiß nicht, wieso ich lebe, aber ich lebe noch. So, Checkpoint. Dann gucken wir mal. Nur damit du es weißt und dich nicht wunderst, es gibt zwei Arten von Loren. Okay? Die Fast-Level kommen später, glaube ich. Gut. Ja, ich weiß nicht, wie ich diese eine Stelle überlebt habe. Es ist für mich ein Wunder. Aber ich lebe noch. Dumm, oder? Ah, das ist cool gemacht. Das heißt, ich kann oben oder unten bleiben. Ach, ich muss sogar nach oben. Ja, okay. Da ist das N. Eklig platziert. Wir haben es nicht anders erwartet. Wollen die mich hier mit zwei Loren-Leveln hintereinander quälen? Das ist unfassbar. Ich muss ja auf jeden Fall an das obere Ding dran. Haben wir eben gelernt und dann irgendwann gleich abspringen. Okay, das ist ein bisschen eklig. Das Problem bei diesen Loren-Leveln in den Donkey Kong-Spielen ist, dass man die einfach irgendwann auswendig lernt. Also man kann die eigentlich fast nicht beim ersten Mal schaffen mit allen Buchstaben etc. Ich würde fast behaupten, dass das nicht geht. Ja, ich kann mich wieder umbringen, ich habe das N verpasst. Also wenn das jetzt in dieser Geschwindigkeit und in diesem Maß immer schwieriger wird pro Welt, dann werde ich die fünfte Welt nicht schaffen. Nein, werde ich natürlich schaffen, aber das erst der Schwierigkeitsgradanstieg von der dritten und vierten Welt, das habe ich vergessen da reinzuspringen, ist echt ziemlich heftig, finde ich. Die ersten beiden Welten waren wirklich total easy peasy. Wahrscheinlich einfach nur, um die Mechaniken so ein bisschen zu lernen. Grasding müssen wir dran. Jetzt kommt wieder dieses eklige N oder O, keine Ahnung. Ja, was erwartet mich jetzt? Wahrscheinlich muss ich wieder einfach Todesreflexe haben, um zu überleben. Da hinten ist der Buchstabe, sehe ich gerade. Okay, ich habe ihn verpasst. Das heißt, ich muss mich leider umbringen. Okay. Dann habe ich irgendetwas übersehen. Dann wird da irgendwie wahrscheinlich eine Affenröhre oder sowas sein, wie ich da hinten hinkomme. Ja, der Schwierigkeitsgradanstieg, der ist deutlich zu merken. Nee, ich dachte gerade, ich hätte die Lore eigentlich getroffen.
hätte mir vielleicht doch Leben kaufen sollen. Eieiei. Och, ich hab's doch gedrückt. Ja, Didi, du bringst mir auch nichts, wenn ich da immer runterfalle. Das ist so gerade ein bisschen das Problem. Jetzt darf ich nicht mehr doof sterben, zumindest nicht mehr häufig. Doch, wie komme ich hier jetzt da hinten hin? Da ist doch nichts. Ach, da ist ein Fass, okay. Ich hab's rausgefunden. Kann mich im Prinzip wieder umbringen. Aber ich kann hier schon mal gucken, wie es da weitergeht. Mist. Okay, das heißt, da ist irgendwo was, wo ich direkt reinspringen muss. Also wenn ich das Level hier schaffen sollte mit diesen Leben, die ich noch habe, dann werde ich mir definitiv Leben kaufen. Müssen vor allen Dingen. Also fürchterlich viele habe ich nicht mehr. Ich kriege jetzt zwar gleich wieder ein Leben. Because of Bananas. Aber so wirklich schön ist es nicht. So, wo ist das Ding? Wo ist das Ding, wo ich reinspringen muss? Boah, ist das eklig! Alter, da kommt man rein? Das scheint mir doch ein bisschen sehr krass zu sein. Hä? Ich hab nicht losgelassen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gestorben bin. Keine Ahnung. Wahrscheinlich werden wir in den halben Stunden dieses Videos hier nur dieses Level hier sehen. Eieiei. Ich muss jetzt irgendwann gleich kommen. Hä? Ich bin da doch drauf gelandet. Ich brauche vielleicht mal Hilfe von Doc. Hoher Sprung vom Gegner. Da muss ich das aktiv drücken, wenn ich auf dem draufhüpfe, ne? Oder wie geht das? Ich glaube, das wird schwierig. Ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, ich werde jetzt Game Over gehen, beziehungsweise gleich das Level nochmal neu starten müssen. Es ist äußerst unrealistisch, dass ich das in 3 Versuchen schaffe. Ich check nicht, wie das funktionieren soll. Ich glaube, boah, das kriege ich nicht hin. Ach, herrje. Das Level ist wirklich ein bisschen abfuckig. Also, ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Ich drücke da drauf, wenn ich auf dem Vogel lande, aber er will nicht. Aktives Timing sagt mir nichts, Doc. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Aber das ist jetzt wahrscheinlich jeder letzte Versuch und dann muss ich mir das ganze Level nochmal spielen. Oh, das ist so kurz. Gibt's doch nicht! Ah. Ja, letzter Versuch, ne? Ach, herrje.
Tropical Freeze ist definitiv nicht schwieriger als dieses Spiel, wer das behauptet. Keine Ahnung. Okay, ich habe noch ein Leben. Machen wir es nochmal ungewollt spannend. Ah, das ist definitiv der letzte Versuch, glaube ich. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Was ist denn, wenn ich jetzt fortfahren mache? Habe ich wieder 4 Leben, muss das ganze Level nochmal von vorne spielen wahrscheinlich, ne? Oh, ist das so kotzen. Das gibt's doch nicht. Habe ich überhaupt schon den Laden freigeschaltet hier? Wo ist der denn? Das ist ein wenig frustrierend. So, wie viel Leben kaufe ich mir denn mal? Oh ja, ist das Abfuck. Vor allen Dingen, wir haben nur 4 Münzen gefehlt, dann hätte ich noch ein Leben. Aber ich weiß nicht, wie viele Leben ich habe. Ich habe nicht aufgepasst. Wahrscheinlich irgendwie so 30 oder so. Oh, ey, das ist... Alter, ist das demotivierend. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht streamen würde, ich hätte die Konsole ausgemacht und hätte den Controller gegen die Wand geworfen. Oh, Alter, ey. So ein Dreckslevel. Wie viel Leben habe ich denn jetzt? Ihr müsst mich jetzt mal irgendwie ein bisschen aufbauen, glaube ich. Sonst bringe ich mich gleich um oder mache irgendwas. Oh, nochmal diese ganze Level. Dieses ganze Level, das hat so viel Spaß gemacht. Spaß, Spaß, Spaß. Nicht. Okay, 40 Leben, das könnte reichen. Ach scheiße, schon das Leben verloren. Ah. Ja, dann ist gut, dass du streamst. Wie gesagt, ansonsten, ich glaube, das wäre ein Punkt gewesen. Ich hätte aufgehört und hätte das Spiel dann nie wieder weitergespielt. Weil, wenn man so frustrierend so kurz vorm Ende stirbt, das ist... Das ist so der Abfang, ey. Okay, jetzt ist irgendwo gleich ein Fass, ne? Aber gut, zum Zocken gehört auch mal. Das Fass hat mich da unten irritiert. Aber ich habe kein Leben verloren, glaube ich zumindest, weil ich mir eins geholt habe. Also von daher, bleiben wir ruhig. Das ist gut. Ich muss jetzt ruhig bleiben, weil wenn ich jetzt zu sehr ausraste, dann schaffe ich es eh nicht. In der Ruhe liegt die Kraft. Bleiben. Immer schön entspannt. Das schaffst du. Du hast es schon mal geschafft. Das schaffst du auch nochmal. Das Level ist ein Hurensohn, das wissen wir alle, aber irgendwann wirst du es auch schaffen. Du wirst sagen, bam, fick dich, Level. Das war hier nochmal, daran kann ich mich nicht mehr sogar... Ach, das war, wo ich... Ah. Wo ich direkt hoch muss, um den anderen Buchstaben... Ah, hier ist ein Checkpoint, okay. Habe ich den Buchstaben... Hä? Ich habe das K doch eingesammelt. Will das Spiel mich jetzt vollkommen verarschen? Ich habe das K doch eingesammelt.
Also, jetzt mal ohne Witz, ich habe das K doch eben eingesammelt, oder? Werde ich jetzt langsam blöd? Das verlässt mich auch schon mein Gehirn. Ach, das ist hier der Anfang des Levels. Ja, seht ihr mal, wie blöd ich bin. Das heißt, es gab keinen Checkpoint. Okay. Dieses Level macht mich fertig. Ich krieg sogar Leben dazu, weil ich mir immer Münzen hole. Genau das meinte ich. Okay, dann habe ich mir... War ich eben gerade ein bisschen blöd. Passiert. Das war knapp. So, und hier muss ich gleich direkt hoch. Checkpoint, bitte, liebes Spiel. Ich weiß, du hast mich. Ach, hier ist ein Checkpoint. Okay, und jetzt sind wir wieder bei der Abfangstelle. Und ich habe 40 Leben, alles gut. Barry geht es gut. Die Männer mit den weißen Kitteln sind wieder gegangen. Ich werde das Level jetzt schaffen. Vielleicht. Vermutlich werde ich es gleich irgendwann schaffen. Mit 40 Leben sollte das machbar sein. Von der Abfang immer noch ziemlich groß. Aber... So, was war hier nochmal? Ich kann mich schon... Ach, scheiße. Ja. Da hätte ich reingewusst. Aber ich habe es ja eben fast geschafft und wir schaffen es. Es wäre auch erstaunlich gewesen, hätte ich alles so gut geschafft wie die ersten beiden Welten, wenn das immer so einfach gewesen wäre. Oder geblieben wäre, das wäre sehr verwunderlich gewesen. Wer sich das später anguckt und denkt, was ist das denn für ein Vollidiot? Der soll es erstmal selber spielen, denn so einfach ist es tatsächlich gar nicht. Habt ihr noch irgendwas Weltbewegendes aus eurem Leben zu erzählen? Wie sieht für euch die Stelle so aus? Denkt ihr euch auch so, boah, das sieht gar nicht so einfach aus? Oder denkt ihr euch, oh mein Gott, der stellt sich ja an? Erzählt doch mal. So. Jetzt kommt der scheiß Vogelkack. Jetzt bitte einfach schaffen. Hä? Ich bin doch an das Fass reingesprungen. Das verstehe ich jetzt nicht. Muss ich das später abspringen einfach oder was? Es ist doch zum Mäusemelken. Dieses Level ist echt ein blöder Penner. Zum Glück habe ich noch nie Donkey Kong gespielt. Das macht ja auch Spaß auf dem Zocker. Es ist halt nur, wenn man das jetzt blind spielt, das ist halt echt schwierig. So, jetzt kommt wieder der Affenvogel. Ich habe nicht losgelassen. Ich schwöre auf meine Mutter, ich habe die Taste nicht losgelassen. Ich weiß nicht, warum er da runtergefallen ist. Ich weiß es nicht. Leute, für die Verhältnisse der Frustration bin ich tatsächlich gerade relativ entspannt. Also, es geht. Ich bin gerade selber ein bisschen überrascht, dass ich so relativ entspannt bin. Aber ich glaube, es liegt daran, weil ich streame. Ich glaube, wenn ich nicht streamen würde, wäre ich schon vollkommen ausgerastet. Also wenn ich diesen Sprung jetzt nicht schaffen sollte, dann brauche ich mal einen Tipp von Doc.
Ich hab's noch nicht geschafft, Leute. Oh, war das ein krasses Level, ey. Alter. Das wäre jetzt nicht notwendig gewesen, Donkey Kong, dass du mir jetzt hier zwei Loren-Level hintereinander, vor allen Dingen direkt hintereinander reinhaust. Von dem eins ekliger ist als das andere. Alter Schwede, holy moly. Jetzt würde ich mal gerne ein normales Level spielen. Okay, hier ist Cranky Kongs Laden. Lass uns erstmal einen Schlüssel kaufen. Bots halten deine Nachrichten zurück, okay? Grüß Bots. Alles gut, Doc. So, Schlüssel müssen wir uns kaufen. So. Oh Gott, ey, das war ganz schön frustrierend. Müde werde ich langsam auch. 4.3. Maulwurf-Patrouille. Oh, das klingt auch eklig. Was ist denn 4.3? Eine bombige Fahrt. Ist das einfach schon... Sind hier nur Loren-Level in der Welt? Ja, dann quittiere ich hier aber bald mit meinem Dienst für heute. Oh Gott. Mal gucken, ob ich das in 9 Minuten schaffe. Dann ist dieser Part hier auch wieder vorbei. Und ja, danach würde ich wahrscheinlich aufhören zu streamen. Einfach... Also nicht, weil mich das jetzt zu sehr frustriert hat. Das kommt jetzt wahrscheinlich so rüber, aber... Ich muss ja... Das ist tatsächlich auch ein Loren-Level, ne? Oh Gott. Ich muss ja wahrscheinlich gleich die Chibi vom Bahnhof abholen und, ja. Was ist hier los? Ach, da muss ich mich ducken. Level ist nur mit Loren-Leveln. Das kann's doch nicht sein. Wer hat sowas entschieden? Oh. Nee, aber ich höre in 10 Minuten auf. Egal. Nedfibi, da möchte ich dich ehrlich gesagt nicht abholen, weil die Straße dahin ist gesperrt und dann fahre ich insgesamt 1,5 Stunden Auto. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Nerv drauf. Aber dann müsste ich Chibi von der nächstgrößeren Stadt abholen und da ist alles gesperrt und das ist eine Hölle, dahin zu fahren. Das muss nicht sein. Ach, ich hab das O verpasst. Ja, mal gucken, ob ich das jetzt hier noch schaffe in 10 Minuten. Wie gesagt, ich mache dann wahrscheinlich einen Cut in dem Level hier, weil ich nicht denke, dass ich das in 10 Minuten schaffe. Wir alle haben ja gesehen, wie ich bei diesen anderen Loren-Level angestellt habe. Aber ich mache es dann im nächsten Stream. Und freue mich schon auf diese Loren-Welt. Nicht. Vielleicht ist das Spiel jetzt einmal gnädig und gibt mir einen Checkpoint. Ich habe 2 Buchstaben. Alter, jetzt gib mir doch mal einen Checkpoint. Ich hab dir nichts getan, Spiel. Da ist er, okay. Oh, wie dreckig. Das war wirklich gemein. Vor allen Dingen, da tut man sich die ganze Zeit ducken und dann geht's hoch und dann... Ah. Ey, das sind schon Sadisten, die Entwickler dieses Spiels. Du wirst das nicht schaffen. Fühl dich motiviert. Ja, mal gucken. Die Hälfte habe ich schon geschafft. Das Problem ist, ich werde ja mindestens noch einmal pro Buchstaben sterben, weil ich ja nicht vorher ahnen kann, wo der ist. Kann ich auf die drauf? Hä? Also diese Lorenwelt ist ein Albtraum. Also, da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass sie die Loren-Level ein bisschen mehr aufgeteilt hätten auf die verschiedenen Welten. Man muss doch hier nicht die ganzen Spieler... zu einer Loren-Welt hier bestrafen. Ach, da ist... Ja. Okay. Da ist tatsächlich ein Buchstabe.
Also ich glaube, wenn man das Spiel hier öfter gespielt hat, dann weiß man natürlich, wo hier alles ist. Und dann ist das wahrscheinlich auch total einfach. Aber wenn man das blind spielt, ist das echt eklig. Muss ich ja mal so loswerden. Okay, was passiert jetzt? Ja. Also Tropical Freeze ist definitiv nicht schwieriger als dieses Spiel. Das kann ich schon mal nach der vierten Welt sagen. Die Bosse sind vielleicht ein bisschen schwieriger, ja, aber die Level sind hier mindestens genauso schwierig. Allein diese Passage hier, das ist nicht schön. Aber gut. Wir geben unser Bestes, beziehungsweise ich. Ihr spielt ja nicht. So, wie war das? Ich muss ganz schnell springen. Kann ich ja eigentlich immer nur in letzter Sekunde abspielen, was anderes geht hier ja gar nicht. Stell dir vor, ein Drop auf 0 Leben, Regenbogenbücher mit Glitzer. Ich hab's geschafft! Oh, ja. Aber ich muss sagen, das Level hier war nicht so eklig wie die anderen beiden Loren-Level davor. Also das war verhältnismäßig tatsächlich sogar okay. Würde ich einfach mal sagen. Aber trotzdem, wieso macht man eine Welt? Also ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, wo es nur Loren-Level gibt. Also eine Lore pro Welt, okay. Meinetwegen eine Lore und ein Fass pro Welt, okay. Aber nur Loren-Level in einer Welt? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich zu alt oder uncool, aber ich finde es nicht so toll. Na gut, ich beende den Part und beende auch gleichzeitig den Stream. Vielleicht hätte ich noch eine halbe Stunde Zeit, aber ich muss auch sagen, diese drei Level waren jetzt unfassbar anstrengend. Deswegen bin ich auch ganz froh, dann setze ich mich lieber nochmal ein bisschen aufs Sofa und kraule den Kater. Ja, wahrscheinlich geht Samstag weiter, denke ich mal. Müssen wir mal gucken, je nachdem. Also live Samstag weiter, logischerweise. Die Parts kommen ja alle zwei Tage auf YouTube. Und dann sehen wir uns eventuell Samstag. Ich würde mich natürlich freuen. Bis denn, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.